Tag Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gravel. Wir sind in der Folge 14 angekommen und es gibt noch 15 Sterne hier zu holen. Die werden wir natürlich nicht alle holen, ne? Denn der Schwierigkeitsgrad steigt ja schon ein bisschen an. Es geht zuerst nach Alaska für ein Checkpoint-Rennen am Fluss entlang. 5,6 Kilometer, das machen wir auch sehr gerne, da sind wir bereitwillig dabei. Und wir gehen mit dem Toyota 222D an den Start, natürlich in der Lieblingslackierung, schwarz-matt, weil es halt geil ist, muss man auch einfach so sagen. So, es ist mal wieder Nacht, ist ja klar, ne, die Grafik ist schön, aber gegen Ende des Spiels muss man einfach nochmal die schöne Grafik in einem tiefen Grau einhüllen. Warum, liebe Entwickler, macht ihr das? Macht doch einfach nochmal so schönes Wetter mit Regen. So, dass du im Nacken die Sonne hast, vor dir die Regenfront, da hast einen Regenbogen und so. Das ist doch geil. Das wäre schön. Und nicht bei Nacht. Ich weiß, der Anspruch soll dadurch natürlich ein bisschen steigen, dass man weniger sieht, aber grafisch ist das halt einfach nicht so geil. Muss man sagen. Wie dem auch sei. Die Lichteffekte sind ja auch ganz nett. Die Strecke, die kennen wir ja hoffentlich. Werden wir gleich sehen. Ich werde ja immer wieder aufs Neue überrascht. Dann kommen doch noch irgendwelche neuen Strecken, die wir doch noch nicht kannten. Checkpoint-Rennen. Erreiche die Ziellinie als Erster. Und natürlich verpasse keinen Checkpoint. Ja, der Anfang hier, ne? Das sieht natürlich alles schick aus. Das sieht sehr schick aus, die Pyro-Effekte da vorne. Das ist nice. Aber jetzt hier so ein Sonnenuntergang, das wäre grafisch einfach nochmal ein bisschen ein kleiner Schmankler. Aber ich will ja nicht meckern. Ich will ja nicht meckern, deswegen lasse ich es jetzt und sage, geil sieht's ja trotzdem aus. Und das Festival-Feeling, so schön in der Nacht beim Matsch, das kommt halt rüber und das will ja Gravel auch rüberbringen. So, Blanco ist wieder am Start. Blanco zieht hier blank. Aber ganz ehrlich, wir mit unserem Toyota... Der hat einfach ein bisschen mehr Bums unter der Haube. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ob wir schon diese komplette Folge abschließen können. Ich glaube ja nicht. Das sind ja relativ viele Rennen. Und wenn dann mal wieder ein paar Rennen dabei sind, wo ich auch mal faile. Kann ja auch mal sein, ne? Also selten, aber kann ja sein. Dann müssen wir die ja ein paar Mal antreten. Und das mache ich natürlich auch gerne. Denn wenigstens einen Stern will ich natürlich aus jedem Rennen hier rausziehen. So, da war wieder eine kleine Feuerfontäne. Da freuen wir uns alle. Okay. Ich sehe wirklich gar nichts hier. Da muss man wirklich auf der Minimap gucken, wo man lang muss. Hier scheint eine Brücke zu sein. Da brettern wir mal drüber. 60% haben wir. So. Der war ganz, ganz schlecht gedriftet. Ganz, ganz schlecht. Da kommen sie wieder bedrohlich nah. Naja, so nah dann doch nicht. Die hatten vielleicht dann auch ein paar Probleme. Oh! Ja gut, das war natürlich da hinten der Zaun von der Brücke. Den kann man nicht umnieten, damit man hier nicht runterfällt. Doing, doing. Ja, Blanco. Den kriegst du. Aber keine Sorge, wir haben noch ein paar Prozent. Siehst du, da ist das nämlich. Mit Vollschmack bist du dran vorbeigedümpelt. Und hattest schon geglaubt, dass ich dir den ersten Platz gebe. Na, vergiss es. Den hole ich mir gleich wieder. Zack, da ist er weg. Du durftest mal ganz kurz die frische Luft hier vorne schnuppern, aber... Das ist halt nicht von Dauer. So, die letzten paar Prozent rattern runter. Da ist das Ziel. Der heutige Gravel King im ersten Rennen ist Fun for the Friends. For the Friends. Geil. Erstes Rennen, erster Sieg. Schon mal ganz geil. Daniel Blanco auf Platz 2. Jansen, Matthews, Blank, Scott Meyer und Torres haben es jetzt auch endlich alle ins Ziel geschafft. Ja, unser schöner Toyota. Hat er dann Rad verloren? Es ist so dunkel. Ich glaube ganz ehrlich, wir haben rechts vorne irgendwie, da fehlt doch was. Ich kann es nicht genau erkennen. So sieht es nur wieder aus, als hätten wir da ein Rad dran, ne? Ja, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat die Karre ein bisschen was einstecken müssen, ne? So ganz taufrisch sieht sie nicht mehr aus. Aber geht das, dass ich... Das wäre natürlich richtig geil, wenn ich hier Räder verlieren kann. Du kannst noch weiterfahren. Mit einem Dreirad sozusagen. Er startete mit einem motorisierten Vierrad. Und er kam an mit einem halbmotorisierten Dreirad. So, wir gehen an den Start mit dem Astra. Komm, wir nehmen mal den Astra.
Und alter, geil, wir dürfen sogar die Lackierung von Parker nehmen. Die ist natürlich richtig nice gemacht. Let's go. Gravel. Ich glaube, habe ich das gerade richtig gelesen, dass da Sonnenuntergang stand? Das wäre ja meine erfrischende Abwechslung. Oh, ihr seht's. Also wir kommen von außen in die Rundstrecke rein und fahren dann immer wieder dran vorbei am Start. Das muss ich mir merken. Nicht, dass ich dann die Abzweigung sehe und fahre dann immer wieder diese Abzweigung rein, ne? Hat man ja schon des Öfteren. Das kann natürlich auch mal scheiße sein. Okay, let's go. Willkommen in Kanada. Ja, man sieht ein bisschen mehr. Die Beleuchtung ist natürlich trotzdem angemacht. Und die Pyro-Show standardmäßig, ne? Standard. Da kann Waldbrand sein, Regen, Tsunami, ist egal. Die Pyro-Show muss. Finde ich auch gut so. Aber ja, gut. Auch wenn da ein Waldbrand nebendran ist, wäre ganz ehrlich. Was werden hier eine Show ohne Pyro? Wäre doch kacke. So, Shimizu. Was machst denn du hier? Du willst mich doch ein bisschen ärgern. Sehe ich das richtig? Das sehe ich doch richtig, ne? Ich wäre jetzt hier schon ein paar Mal an dir vorbeigefahren, aber nein. Du machst immer wieder den Weg dicht. Du alter Halunke. Na, warte. Ich fahr dir rein, Junge. Los, fahr wieder vorbei. Zack. Zack. Ja. So, Ito. Auch du darfst hier vorne mitbatteln. Okay, wir haben 3 Runden. Jetzt seht ihr es auf der Map von links. Von dort sind wir gerade Nee, sind wir nicht. Von dort sind wir gerade gestartet. Jetzt geht's in die zweite Runde. So, Shimizu und Ito direkt noch hinter uns. Nutzen natürlich jede kleine Gelegenheit, um uns hier eine reinzudrücken und versuchen. Nee, die sind gar nicht so. Die bremsen ab, ne? Die wollen relativ unbefleckt hier das Rennen wieder verlassen, aber das werden sie nicht. Also zumindest nicht, wenn sie mir vorbei wollen. Denn genau das. Ich werde jede Möglichkeit ausnutzen, um meinen breiten Hintern hier dir ins Bild zu hauen. Verpiss dich. Du wirst nicht an mir vorbeikommen. Du kommst hier nicht vorbei. So, und damit geht es auch in die letzte Runde. Zumindest gleich. Ah, das ist so schön hier, ne? Auf dem Asphalt, wie sich das alles spiegelt. Ganz ehrlich. Rage Racing hin oder her. Die ganzen Spiegeleffekte, das war nun wirklich das Wenigste, was ich an Grafik verbessert hätte. Das ist doch wirklich schon was Nonplusultra ist. Besser geht doch kaum. Natürlich, du kannst die physikalisch korrekt machen. Das ist ja alles so ein bisschen vorberechnet hier. Aber wen interessiert die Socke? Interessiert doch keinen. Wenn das halt geil aussieht. Aber ich will ja nie meckern. Ich meine, grafische Effekte, man muss ja irgendwo mit anfangen. Auch wenn es am falschen Ende ist, dann macht man halt die wichtigen Sachen irgendwann anders. Ich weiß gar nicht mehr, was man jetzt alles noch so optimieren kann. Ich meine, ganz ehrlich, die PlayStation 4, die hat doch schon eine Grafik, gerade auch die 4 Pro. Also eine geile Leistung dann. Das sieht einfach schon richtig bombastisch aus. Ich meine dann natürlich noch 4K oder so. Das ist natürlich noch so ein Schmankler. Also ich meine, auch hier in Full HD... Da sieht man schon noch mal so ein paar Pixel. Ne? Nicht immer so hundertprozentig scharf. Von daher eine Auflösung, ja. 4K, vielleicht auch 8K. Warum nicht? Also 8K, das ist bestimmt dann die PlayStation 6. Und die danach folgende Xbox, die so inkonsequent genannt wird. X010, keine Ahnung, wie sie die dann nennen. Ist uns auch wurscht. Deswegen gehen wir in das dritte Rennen. St. Louis, Smash Up. 1,28 Kilometer. Da braucht man einen, der eher so ein bisschen schnell und klein und wendig ist. Wir nehmen den BMW X6. Der ist geil. Ja, in grün hat man noch gar nicht. Sieht auch nicht gut aus, aber ganz ehrlich, für so ein Smash Up Rennen, dafür reicht's noch. So, da werde ich natürlich die Kameraperspektive gleich wieder wechseln. Okay, wir können ja schon mal... Es geht eigentlich rechts, links, rechts, links. Wir fahren eine Runde, was soll ich sagen, aber... Das Schwierige beim Smash-Up ist natürlich nicht, die perfekte Linie zu fahren, sondern nur die Pfeile zu treffen. Ne? Sobald du da wieder ein X mitnimmst... Oh, obwohl es bei dem X6 gar nicht so schlimm ist, weil die Beschleunigung wieder ganz gut ist.
Also lieber ein X mal so mitnehmen, als da ewig rumzugurken und abzubremsen. Weil dann lohnt sich doch. Okay, wir machen die Sicht. Let's go. Wo wollen wir lang? Wo wollen wir lang? Die linke Tour. Alles klar. Die linke. Die harte. Sehr gut bis jetzt. Die mittlere. Die rechte. Die rechte. Oh, das ist gut hier, wenn mir vorher alles angezeigt wird, ohne dass das Glücksrad sich dreht. Bin ich dran gekommen? Nee. Bin ich nicht. Ich dachte, mit dem Arsch bin ich noch dran gekommen. Na gut, der Zurücksetzer, das war natürlich jetzt ein kleiner Fauxpas. Boah, das meine ich eben. Das ist wieder bei diesem X6 so, der wackelt so, der hoppelt so. Kann man da die Federung nicht mal ein bisschen weniger bouncy machen? Los! Alter! Die Karre ist scheiße hoch 10! Das ist wie auf Eiern. Natürlich. Und jetzt nimmt sie mit dem Arsch das X noch mit. Du willst mich doch verarschen mit deinem Arsch. Wehe, das habe ich nicht mitgenommen, ey. Dann steige ich aus und trete gegen diese Kackkarre. Mitte. Oh, mit dem Arsch echt wieder dran. Das ist aber auch gemein. Mit so einer fetten Karre hier durch. Fünfter. Minimalziel erreicht. Perfekt. Ja, ich weiß, ein bisschen viel gemeckert, aber ganz ehrlich, das ist eh nicht so mein... Nee, fünften Platz, ganz ehrlich, nehmen wir an. Wir nehmen ihn an. Damit habe ich einen Stern, das Minimalziel ist erreicht. Da ist sicherlich viel mehr drin. Der Start, der war vielversprechend und ich glaube nicht, dass ich nochmal so einen guten Start kriege, wo meine Pfeile alle direkt hintereinander sind. Von daher nehme ich das dankend an, den einen Stern. Wir gehen ins vorletzte Rennen, Zeitrennen, das ist sehr schön. Oh, wir dürfen wieder die kleinen Flitzer nehmen. Da nehmen wir natürlich den hier hinten. Den Subaru WRX. Der ist nämlich einfach geil. Und ein schönes Tagrennen bei Schnee. Fett. Schneerennen hat man ja bis jetzt noch nicht ganz so häufig. Finde ich auch ein bisschen schade. Es gab ja bei Dirt 3, das war ja sozusagen Anfang der Serie, wo es dann Schneerennen gab. Aber die wurden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Die gab es nicht so häufig. Da hätten sie schon ein bisschen mehr machen können. Ich finde, so ein Drittel der Rennen Schnee, oder? Okay, Frozen Peak am Mont Blanc. Langes Layout. Ich habe mal wieder nicht geguckt, welche Zeit ich brauche. Los, mach die Kamera weg. Ich will wieder die andere. So, es lag alles an der Kamera. Ganz ehrlich, ich musste hier mit rechts musste ich immer wieder. Ging halt nicht. So, Autopilot aktiviert. Autopilot deaktiviert. Jetzt geht's los. Let's fucking go. Let's break the best side. Wulla, oi, oi. Ja, jetzt fahr doch links. Meine Fresse, wie oft soll ich noch nach links lenken? Die Karre wollte jetzt aber auch alles mitnehmen, ne? Kam mir nie mehr weg. Jegliche Streckenbegrenzungen wurden da einmal umgepflügt. Es ist echt erstaunlich. Also Schnee fährt sich mal wieder ganz anders. Also selbst anders als Matsch. Es fährt sich einfach anders. Oh, richtig geiler Drift. Mit der Karre hier. Ich muss ja, glaube ich, irgendwie so einen 30-Sekunden-Drift machen. Ich glaube, ganz ehrlich, mit der Karre kannst du es bringen. Mit der kannst du schön Drift einleiten. Ja, mit der geht das. Hier, zack. Da darf ich natürlich nicht so schnell fahren. Also da geht es dann nicht mehr so um die Zeit. Sondern da muss ich dann konsequent beim Driften bleiben. So. 1:05. Nee, 6. Naja, gut. Neuer Rekord. Den neuen Rekord, den zeige ich dir jetzt mal. Den wird es nämlich jetzt geben. Mit 1:03. 1:03 ist locker drin. Das knackt mal. So. Jetzt nehmen wir einfach mal nicht die ganze Zeit die Leitplanke mit. Die hat mich nämlich ziemlich abgebremst. Ich bin dann nämlich hier mit 80 km/h. Fahre ich auch so, okay. Lang gefahren. So. Aber dafür kann ich relativ schnell wieder beschleunigen.
als sie mit dem Arsch dran gekommen. Also die Driftmanöver, die müssen natürlich auch ein bisschen smoother rüberkommen, als immer nur so 180 Grad in die andere Richtung gucken und dann wieder Anfahrübungen machen. Oh, geil. So, jetzt richtig durchknädern. Und dann mal hoffen, dass man hier noch eine gute Zeit kriegt. Holla! Okay, das müssen wir zurückspulen. Ich habe jetzt einfach mal auf gut Glück gehofft, dass man... Wo ist mein Auto hin? Ja, hallo! Oh! Ja, Alter, was ist denn hier los? Ich habe kein Auto mehr. Ich fahre mit einem Furz oder was? Furz in der Brandung, endlich. So. Gibt er mir einfach keine Karre mehr. Neuer Rekord. So, noch eine Runde habe ich. Rage Mode aktiviert. Super Multi Power Mod. Jetzt wird hier noch die 1 Minute 2 geknackt. Schön konzentriert. Zu viel, aber den Bounce nehmen wir mit. Komm jetzt, schalte. Alter, du bist bei 100 km/h im vierten Gang. Hast du eine Macke, Alter. Da musst du einen Kickdown machen. Da kannst du sogar im zweiten Gang nochmal runterschalten, auch wenn dir das Getriebe rausfliegt. Völlig Banane. Hauptsache, du kriegst jetzt hier einen ordentlichen... Siehst du, sag ich ja. Der überschaltet doch immer den dritten Gang. Der war doch eben bei 80 km/h noch im zweiten. Alter, die Gitarre kickt ja voll rein. Das war richtig nice. So, wenn ich hier ideal diese Kurve nehme... Okay, den kann ich... Ich wollte es mal ausprobieren, ob ich den einfach umnieten kann. Aber ich glaube, den haben sie bewusst dahin gesetzt. So, jetzt hier schön eng die Kurve. Genau. 1, 2, 3. Neuer Rekord, aber dennoch reicht es nicht für den ersten Platz. Aber immerhin, für den zweiten Platz hat es gereicht. Das ist ja auch schon mal was. Ich habe noch gesagt, ne? 1 Minute 2 knacken, das wär's. So hat sich's auch angefühlt. Dann hätte man den ersten Platz gemacht. Na gut. Es sollte der zweite Platz werden. Das gibt 2 Sterne auf unser Konto. Damit haben wir jetzt 144 Sterne. Das ist ziemlich viel. Und ja. Dann gucken wir mal, was uns hier als nächstes noch erwartet. Als nächstes kommt Frozen Peak. Kurzes Layout, 1,6 Kilometer. Hole die beste fucking Zeit. Mach mal. Wir brauchen was Schnelles. Was richtig schnell ist. Den hier, den Ford Bronco. Der ist eigentlich ganz geil. Wir nehmen mal die Standardlackierung, oder? Warte mal, wo ist er jetzt? Hier und jetzt die Standardlackierung. So. Ford Bronco am Tag. Auch sehr schön. Am Tag an den Start. Letztes Rennen für diese Folge. Dann haben wir die auch abgeschlossen. Dann kommt noch eine Folge, die ist relativ kurz. Ich habe geguckt, das sind glaube ich nur... 4 Rennen. Das waren jetzt 6, dann sind es nur 4. Und dann haben wir natürlich den großen Herausforderer zum Schluss noch. Dass, also wenn er so ist wie alle anderen, dann sind das nochmal 3 Rennen. Könnte natürlich auch sein, dass der nochmal alle Rennen beinhaltet. Wo war denn das so? Das war doch bei Need for Speed Pro Street. Da hat der letzte Boss dich einfach in jedem einzelnen Rennevent nochmal herausgefordert. Das war so anstrengend. So, ich hätte gerne die Kamera noch geändert. Ja, so nicht. Boah, so auch nicht. So, wollen wir so. Ja, die Kamera ist einfach viel geiler als diese blöde BMW X6. Die Karre hat eine geile Federung, aber schön hart, ne? Die bounced nicht so extrem hin und her. Dieses Kaugummi. Also der X6, keine Frage, im normalen Rennen ist der geil, ist der Hammer geil. Aber für diese Rennen hast du viel zu wenig Kontrolle. Da ist dieser fette Jeep hier einfach geiler. Ui! Alter, das ist frech. Das hätten sie mir aber ankündigen können, dass das so scheiße ist hier. Oh, mit dem Arsch hängen geblieben, aber gut, das sah auch schon scheiße aus, wie ich da reingefahren bin. Ja, na gut, mit dem einen Unfall da, na gut, dann nehmen wir mit hier. Mit dem einen Unfall, das wird wahrscheinlich nicht gut.
Okay, vierte Position. Vierte Position, ich sag euch, wart, loch mal ein, nehmen wir mit, den einen Stern, shit happens. Oh, es ist natürlich sehr, sehr knapp. Es ist sehr, sehr knapp, also die 1-10 ist durchaus drin. Aber nee. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, sagt man ja immer. Und deswegen nehmen wir den einen Stern mit, sacken den ein. Ach nee, stand ich gerade vierte Position? Jetzt steht da oben dritte. Also manchmal verarschen sie mich doch auch, oder? Jetzt bin ich doch dritter. Stand eben vierte Position, kriege ich ja sogar... Ich will jetzt einmal gucken. Ich bin dritter geworden. Auch wenn, da stand doch vierte. Versteht doch kein Mensch. Echt kein Mensch. Also, wir sind dritter gewesen, deswegen haben wir zwei Sterne bekommen. Und ja, das war Drivers on the Storm. Als nächstes kommt die Folge 15. Und da kommen vier fette Rennen auf uns zu. Ja, die sind wirklich fett und lang. Runden-Checkpoint. Also nochmal richtig schönes Battle gegen die KI-Gegner. Und dann kommt natürlich hinten das Finale. Müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht alles in einem Part machen oder ob wir das einfach uns relaxed zurücklegen und zwei Folgen draus machen. Mal schauen. Du willst es erfahren. Du wirst es erfahren, indem du einfach meinen Kanal abonnierst und beim nächsten Mal wieder am Start bist bei Gravel. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.